Hallöchen! Und da sind wir wieder. Weiter geht's mit Dofonia. Wie kommen wir denn da unten hin? Standen wir nicht letztes Mal noch hier oben? Wahrscheinlich nicht. Ja, viel haben wir nicht rausgefunden. Wir brauchen irgendwie. Können wir dem nicht einfach das Blatt andrehen und dann gibt er uns das Zeug, was wir haben wollten? Ich meine, der kann doch eh nicht lesen, was da drauf steht. Die Musik ist Ich so habe gut. hier ein Rezept von meinem Arzt. Er hat mir leckere Superdroren mit coolen Nebenwirkungen verschrieben. Darf ich mal tasten? Das ist kein Rezept. Es ist nicht in Blindenschrift geschrieben. Wie soll ich denn so wissen, welches überteuerte Markenplacebo ich Ihnen unterjubeln soll? Wie kriegen wir da jetzt Blindenschrift rein? Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Das habe ich mir bereits geangelt. Da hast du recht. Können wir das bitte wegnehmen und umschrauben? Ich bleibe lieber bei. Okay, das macht also doch leider keinen Sinn. Zum Marktplatz. Was gibt's denn hier sonst noch? Eigentlich nix. Da können wir auch nicht runter. Boah, diese Musik ist einfach zu gut. Wieso singt der immer noch das Lied? Wir haben doch die Noten längst ausgetauscht. Erstmal da nochmal gegentreten. Ancora? Ja. Das kann nicht der Einzige sein, der die Musik hier mag. Zum Doc. Gullivers Erdnüsse sind viel keimiger als Lonzos. Einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht zu nah an meine Sachen. Nicht, dass ich generell Angst vor Keimen hätte. Aber diese hier tragen Strumpfmasken. Der ist doch noch gut. Da hast du recht. Ich weiß nicht. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Ködereimer für Flundern. Dann schon eher ein Kescher, oder? Keine Ahnung, was wir mit dem ganzen Zeug machen sollen, müssen können. Wir haben die Goal-Fernbedienungen. Gehen wir nach unten. Krawall Goal und Lady Goal. Lady Goal brauchen wir zum Essen. Die hier müssen wir zum Widerstand bringen. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was wir übersehen haben? Ne, hier können wir nur mit denen reden. Paarungslied der Schrottgraben könnten wir uns noch holen. Da ist er schon wieder. Alltägliches gegen die Stoßstange treten. Ancora? Ein bisschen tut er mir leid. Ja. Aber nur ein bisschen. Zum Hafen wollte ich. Ich meine, wir brauchen ja irgendwie diese Sonnenbrille und diese Kollegen da. Können wir denen die Erdnüsse andrehen? Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Okay. Eigene Organe ist natürlich blöd. Zucker vielleicht hat er Es mit. tut mir wir. So. Verdammt! Okay, schade. Können wir die nochmal nehmen? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Da können wir auch wirklich nur die Brille nehmen. Oder?
Ja, an nichts anderes kommen wir sonst dran. Au! Und die Socken packt er immer direkt wieder weg. Mal gucken, können wir die Antenne in den Schredder schmeißen? Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Unzerstörbare Sonnenbrille? Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Als ob das funktioniert. Auf jeden Fall unzerstörbar. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Können wir dir jetzt den Typen andrehen? Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende? Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Was machen wir denn jetzt mit der zerstörten, unzerstörbaren Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit? Können wir daraus was basteln? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Auch nicht, wenn sie kaputt sind? Die unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit kann unmöglich kaputt sein. Sie ist unzerstörbar. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Was passiert, wenn wir jetzt rausgehen? Ach, dann. Ist ja schon gut. Jetzt haben wir die anscheinend ja dagelassen. Aber die ist kaputt. Nee. Liegt auf dem Tisch jetzt. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit sieht aus wie eine Beil. Ja, gut, gut. Wir haben leider nichts zum Saftpressen. Was war das hier nochmal? Der Bananenentkrümmer. Können wir damit die Kurbel gerade machen? Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Schade. Mit diesem Gerät lasse ich bereits. Okay. Verstehe ich allerdings nicht, was es uns gebracht hat. Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. Es tut mir aber. So ein Mist. Warum steht der Schritt? Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Dafür brauche ich keine. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Was kann der uns jetzt erzählen? Herzlich willkommen, Intelligenz Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shopomat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum ist der Sockel dort leer? Er ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät, reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus.
Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie sie rumlaufen zum Beispiel. Also ich finde das eine gemeine Unterstellung, dass wir Sachen klauen würden. Bist du ein Roboter? Der Gadget hier hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Ich habe das Gefühl, wir müssen den da rausholen. Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Der Gadget hier ist also verheiratet. Ja. Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich Camilla seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Gut, die Camilla ist also... Ich bin da mal wieder weg. Alleine. Bewehren Sie uns bald wieder. Das klingt nicht so, als ob der uns wiedersehen will. Können wir die Erdnüsse daraus pressen? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren... Ja, ist ja gut. Haben Sie das Schild am... Ich wollte erst warten, bis das... Mit diesem Gerät muss ja bereits... Jetzt haben wir die Sonnenbrille kaputt gemacht, aber was bringt uns das? Nein, nehme ich zumindest... Dafür brauche ich kein... Ich brauche... Und mein... Ich habe sie bereits geschreddert. Und ich lasse mir ja einiges vorwerfen. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Entschuldigen Sie, aber ich muss... Ich behalte die Sachen lieber am Mann. Hier im Laden scheint ein Langfinger sein Unwesen zu treiben. Der berühmte Langfinger. Können wir die Socken nochmal anziehen? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Können wir die Brille jetzt da oben wieder reinpacken? Nee. Das Fach ist anscheinend jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Wohl wäre garantiert hin und weg. Warum zum Teufel kann man dir auf den Kopf ziehen, wenn man da nichts damit machen kann? Es tut mir wir an. So steht. Verdammt! Schade. Er will also keinen Schwertfisch. Ja, gut. Jetzt bin ich auch ein bisschen überfordert hier, was den Laden angeht. Ja, nimm hier den ganzen Schrott wieder. Hier gibt's sonst auch nichts mehr. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste ständig. Ja, da hast du auch ein bisschen recht in die Kiste. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Ich weiß nicht. Wie wär's, wenn wir das nochmal ausprobieren? Stupido! Ancora? Stupido! Stupido! Komm zu Idiota! Ach ja. Es macht immer wieder Spaß. Aber hier können wir leider nichts machen mit der Gondel. Da können wir nur rein. Gehen wir nochmal nach Klein-Venedig.
glaube kaum, dass wir da irgendwas machen können. Da kommt doch direkt wieder der Kollege raus. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Können wir den Eimer da drüber ziehen? Ach nee, wenn jemand... Okay, können wir nicht. Ich glaube, wir brauchen die Sonnenbrille dafür, aber... Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Ja, ist ja gut. Können wir die da reinkippen? Diese Idee ist ein echter Rohrkrepierer. Anscheinend nicht. Docs Werkstatt. Können wir hier noch was machen? Da ist auch nur das Nest, der Airbag, das Ei. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Eier sammeln, aber wir können die ja nicht aufheben. Da ist ein Farbeimer. Können wir da noch irgendwas reinstecken? Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Klingt auch interessanter. Wir noch mal da rein. Ob da wohl Saft drauf ist? Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Ein Wurmloch, genau. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Okay, hier kann man aber auch nicht groß was machen. Was ist das denn hier oben? Der Schalter. Können wir uns da jetzt Wasser rausstiebitzen? Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar... Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen da irgendwas drin einspielen. Wenn er schon... Aber ich wüsste nicht was. Ist ja schon gut. Ja, Doc. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube zwar auch nicht. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Unglaublich toll. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Ja, schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frage mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspuren am Hauptkondensator. Aber was würdest du machen? Bauoszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla. Tja, was schon. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrino-Stern in meiner Praxis erzeugen. Ja. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Natürlich weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist sie leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau.
Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da, neben der Tür. Lichtschaltern? Genau. Ich werd dann mal wieder. Tu das. Okay, können wir uns jetzt hier was rausnehmen? Hä, hey, der hat uns doch eben noch erlaubt. Sonst gibt's hier aber nichts. Können wir den Fisch wieder zum Leben erwecken? Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Gerät, wenn du nicht aufpasst. Mecker, mecker, meck. Gut, gut, den Fisch können wir nicht zum Leben erwecken. Vielleicht den? Ein wenig mehr Power kann hier... Spiel nicht, wenn du... Mecker, mecker. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Ein wenig mehr... Okay. Spiel nicht, wenn du nicht... Mecker, mecker, mecker. Verzweiflungstaten trifft es im Moment ziemlich gut. Würde ich mal behaupten. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Ein bisschen seltsam, das ganze Zeug, was wir haben. In dem Ofen mussten wir Feuer machen. War das nicht so? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Noch mehr Schaden anrichten? Nee, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Laufende Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Das ist eine gute Frage. Wo haben die nochmal hingeführt? Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Das Herz des Industriegebietes. Also wenn wir das so stellen, dann haben wir die Verbindung zu dem Rohr hier drinne. Das bringt uns ja alles irgendwie nichts. Ist ja auch einfach nichts. Ich meine, was sollen wir mit den Ködern? Hat der noch irgendwas zu erzählen? Aber ich glaube, der schickt uns auch nur wieder weg. Verschwinde! Du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber... Kusch! Nicht sehr nett, der Kollege. Ach, das hier ist das Industriegebiet, okay. Können wir da oben noch irgendwas machen? Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Dem gefällt unser Geruch anscheinend nicht. Können wir dem die vergammelten Pillen geben? Anscheinend nicht. Huch!
Als ob das geklappt hat. Aber jetzt ist diesen weg, die Erdnüsse. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Aber ich würde sagen, dann schauen wir uns hier oben mal in der nächsten Folge um. Bis dann. Ciao.